Nun möchte ich jemanden vorstellen und gerne zum Podium hochbitten, wo ich sehr, sehr froh bin. Es ist ein Landsmann, den wir 1991 gern integriert haben nach Sachsen. Er kommt aus Passau, Niederbayern. Wir haben schon ziemlich oft zusammengesessen und diskutiert beim Wirtschaftsrat der CDU in Dresden. Ich freue mich ganz herzlich. Heißen Sie willkommen, Professor Werner Patzelt. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die übergeordnete Frage lautet: Wie bekommen wir in Deutschland eine konservative Politikwende hin? Und wenn wir eine tragfähige, nachhaltig, wirksame und begeisternde Antwort auf diese Frage finden wollen, ist es nicht ungeschickt, sich klarzumachen, was denn ein fruchtbarer, auch in Diskussionen gut durchhaltbarer, auch für Angriffszwecke zu nutzender Begriff des Konservatismus ist, und Klarheit darüber zu stiften, welcher Konservatismus für unser Land auch wirklich notwendig ist. Und genau darum geht es in meinem Vortrag. Sie merken, es wird jetzt ziemlich trocken zugehen, folglich versorgen Sie sich rechtzeitig mit Getränken. Fangen wir an mit der Frage: Was ist denn Konservatismus? Unübersehbar ist der Begriff des Konservatismus zu einer politischen Angriffswaffe geworden. Sie schädigt recht verlässlich, wen immer sie trifft. Als Konservativer zu gelten, kommt in vielen Sozialräumen dem Ausschluss aus den Reihen der Klugen und der Guten gleich. Ein Rechtskonservativer zu sein, gar ein strammer Konservativer zu heißen, das rückt einen in die Rolle eines strammen Rechten. Ein solcher aber gilt als ein Latenznazi oder ein verhohlener Rassist. Und so gesehen ist ein Konservativer im allerbesten Fall ein politisch Verirrter, der allenfalls dann passabel wird, wenn er sich zumindest als ein Liberalkonservativer zu erkennen gibt, besser noch als ein Sozialkonservativer. Und trotzdem muss er sich für im Grunde mittig erklären und allem Rechten lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig abschwören. Man täusche sich außerdem nicht über die geläufige Bekundung von Liberalen, von Grünen und von Sozialdemokraten. Konservative gehörten nun einmal zum legitimen Meinungsspektrum. Um des Pluralismus willen müsse es sie, die Konservativen, also wohl geben. Der Unterton klingt nämlich so: Zum Straßenverkehr gehören Unfälle, zum Zechen Räusche, zu einer freien Gesellschaft dann eben auch rückwärtsgewandte und vernagelte. Es ist kein Wunder, wenn sich in einer solchen Diskurslage es sich recht unangenehm anfühlt, als ein Konservativer nicht nur bezeichnet, sondern nachgerade bloßgestellt zu werden. Und deshalb versuchen viele, der Schandkappe des Konservatismus zu entgehen. Und zu solchen Leuten gehören inzwischen auch CDU-Vorsitzende. Aber jeder weiß, dass es auch solche Zeitgenossen gibt, die ihre oft trotzig wirkende Identifizierung mit dem so wenig populären Konservatismus bis hin zu einer sowohl uneingeforderten als auch volltönenden Bekenntnislust führt. Die legen sich den Konservatismus nicht selten um wie einen Prunkmantel. Ich bin noch einer der letzten echt Konservativen. Schön. Aber sie schauen oft nicht genau genug hin, die das tun, ob sich das angelegte Gewand auch für das reale politische Leben eignet. Und wenn zumal in Kreisen der AfD ein Hoch auf den Konservatismus ausgebracht wird, dann fühle ich oft Zweifel, ob da wirklich gewusst wird, wofür genau man einzustehen behauptet.
Denn so unbestimmt wie der Inhalt von Konservatismus bei denen ist, die diesen Begriff als Angriffswaffe und Herabsetzungsinstrument benutzen, so vage ist er auch oft bei jenen, die ihn sozusagen als Chiffre für politischen Realitätssinn verwenden. Allzu oft verbinden sich mit Konservatismus nämlich eher nebelhafte Gefühle, sowohl bei den Gegnern als auch bei den Bekennern von Konservatismus. Die einen empfinden Konservatismus als ein behagliches Bekennen, als ein behagliches Verbleiben im Überkommenen, und andere wittern eine ranzige Rückwärtsgewandtheit. Manche denken beim Konservatismus an das Stilllegen, an das notwendige Stilllegen von Entwicklungen oder an die Vorliebe für Abgestandenes und Eingewecktes. Und alte Leute, sagt man, die werden ohnehin konservativ, weil sie das Neue nicht mehr begreifen und für frische Luft im häuslichen Mief zu gemütlichkeitsversessen sind. Gebildete, die kommen dann rasch mit der Geschichte. Die Gebildeten sagen uns, Konservatismus entstand aus Abscheu über üble Nebenwirkungen der Französischen Revolution. Dabei richtete sich der Konservatismus zunächst gegen Republik und Liberalismus, später auch noch Totalverbot, gegen einen Parlamentarismus und Sozialdemokratie. Und eines Tages laufen Konservative dann eben doch den ihnen einst vorauseilenden Zeiten hinterher. Sie werden also Liberalkonservative, ja sogar aufrichtige Demokraten. Zeigt das denn nicht, wie dumm Konservative sind? Weil sie doch immer erst im Nachhinein dasjenige als wertvoll begreifen und mögen, was politisch Klügere schon früher geschätzt haben. Erkennt also nicht jeder, der klar und geschichtlich denkt, Fortschritt ist grundsätzlich links und gut, Konservatismus hingegen rechts und schlecht. Und deswegen ist für Intellektuelle und für alle wohlmeinenden Leute klar, was man möglichst nicht zu sein hat. Und zwar gerade nicht als Vorsitzender der CDU. Dann gibt es allerdings auch noch den Konservatismus als Arroganz oder Bräsigkeit der Macht. Das haben wir noch nie gemacht. Da könnte ja ein jeder daherkommen. So klingt, wer sich in Machtstellungen eingehaust hat, ganz gleich, ob sich diese Machtstellungen im politischen Spektrum links, in der Mitte oder rechts befinden. Die Beweglichkeit eines Tankers für das Maß von sinnvollem Wandel haltend, übersehen solche Leute leicht das Großwerden von Widersprüchen zwischen sozioökonomischer Basis und politischem Überbau. Wir reden vom Sozialstaat und der Migrationspolitik im Übrigen. Und sie übersehen nicht minder so manchen Konflikt zwischen den schon länger im Lande Lebenden und gut und gerne im Lande leben Wollenden und der jeweiligen Politikerschaft. Gerne heucheln solche Bräsigkeitskonservative einander zu, es wäre doch im Grunde alles gut, also brauche es weder ein Umdenken noch irgendwelchen Protest gegen das System. Aber solche Filterblasen wechselseitigen Schönredens, sie platzen immer wieder, insbesondere angesichts von realen Wahlergebnissen. Und das ist auch gut so. Im Übrigen konkurrieren in den Diskursen um den Konservatismus Kampfbegriffe mit Selbstbeschreibungen, die, sonst wären sie ja keine erwünschten Selbstbeschreibungen, auf politische Erwünschtheit ausgehen. Als Kampfbegriff verwendet man Konservatismus etwa anhand der folgenden sozusagen Definition. Konservatismus ist Rückwärtsgewandtheit. Hingegen nutzt man den Begriff des Konservatismus als auf politische Korrektheit ausgehende Selbstbeschreibung, wenn man betont,
ich bin wertkonservativ, aber doch nicht strukturkonservativ. Weitere Beschreibungen von Konservatismus erfassen bisweilen nur, zwar teils kritisch, manchmal affirmativ, die historischen Konservatismen, etwa wie den Konservatismus zur Zeit von Edmund Burke oder Joseph de Maistre zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wie den oft wirklich reaktionären Konservatismus am Ende des 19. Jahrhunderts oder wie die von Armin Mohler umrissene konservative Revolution zur Weimarer Zeit. Und wieder andere Leute verwenden Konservatismus als einen reinen Funktionsbegriff. Konservativ ist, wer etwas bewahren will oder am Bestehenden hängt. Waren aber Honecker und Brezhnev wirklich Konservative? Gewiss nicht in irgendeinem plausiblen Sinn dieses Begriffs. Alle bislang umrissenen Konservatismusbegriffe braucht es wirklich nicht. Was aber sehr wohl notwendig ist, ist ein Konservatismus, der anhand der folgenden Doppelformel zu umreißen ist. Einesteils ist Konservatismus jenes besondere Verhältnis zur Wirklichkeit, bei dem stets das behauptet bessere Neue sich zu rechtfertigen hat, nicht aber das schon bewährte Bestehende. Verhältnis zur Wirklichkeit, das ist zentral. Und andernteils unterscheidet den Konservativen vom Reaktionär, und beide sind wirklich sehr unterschiedlich, den Konservativen unterscheidet vom Reaktionär die Einsicht, dass es eben immer wieder Reformen am Hergebrachten braucht, falls nämlich in einer sich wandelnden Wirklichkeit das Bewährte weiterhin verlässlich bestehen soll. Nichts ist falscher als die Entgegensetzung von Konservatismus und Reformbereitschaft. Reformfeindlich sind Reaktionäre und Reaktionäre vernichten Bestehendes auf mittlere Frist und sind in dieser Hinsicht das Gegenteil von Konservativen. Zugespitzt lässt sich formulieren, der Reaktionär blockiert allen Wandel ab, der Konservative hingegen ist ein vorsichtiger Reformer, und zwar ganz so, wie es der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher forderte, Kapitel 5, Verse 19 bis 22. In Martin Luthers Übersetzung klingen diese Verse so: Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Und obendrein meidet das Böse in jeder Gestalt. Mir scheint, dass das eine ganz vorzügliche Umschreibung eines wirklich fruchtbaren und wünschenswerten Konservatismus ist. Gerade eine das Christliche im Namen führende Partei könnte sich von diesen Versen des Apostels Paulus gut inspirieren lassen. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Den Geist nicht auszulöschen meint, Intellektualität zu schätzen. An dieser Stelle komme ich nie umhin, das berühmte Wort des ehemals sehr bekannten bundesdeutschen Journalisten Johannes Groß zu zitieren, der da sagte: Die CDU ist nicht nur eine unintellektuelle Partei, sie ist auch noch stolz darauf. Also, den Geist nicht auslöschen und dann sozusagen bei der Linken und bei den Woken zu parken. Den Geist nicht auszulöschen heißt, Intellektualität zu schätzen. Prophetische Rede nicht verachten heißt, Leute mit Visionen nicht gleich zum Arzt zu schicken, wie das Bundeskanzler Schmidt anriet, sondern Leute mit Visionen erst einmal zuzuhören und das Gehörte dann zu bedenken. Dann aber muss man alles prüfen, was einesteils Visionäre und Intellektuelle einer Gesellschaft zu sagen haben
und eben andererseits auch das, was die Pragmatiker, haben wir immer schon gemacht, was die Pragmatiker in politische Debatten einzubringen haben, an Erfahrungen und an Einsichten. Das ist selbstverständlich und ist der Kern. Aber ebenso klar ist, dass man von alledem eben wirklich nur dasjenige behalten soll, was sich als tragfähig und gut erwiesen hat, nämlich bei einer sorgfältigen Überprüfung dessen, und es kommen drei Kriterien, einer sorgfältigen Überprüfung dessen, was vom politisch Vorgeschlagenen sowohl logisch zusammenpasst, als auch den Tatsachen entspricht und nicht politisch wünschenswerten Narrativen sich einfügt, und drittens obendrein mit den Mitteln freiheitlicher Politik voranzubringen ist. Das sind die drei Prüfungen eines Konservativen bei neuen Vorschlägen. Passt das logisch? Stimmt es mit den Tatsachen überein? Kann man das mit den Mitteln freiheitlicher, nicht despotischer Erziehungspolitik verwirklichen? Eben die Befolgung dieser drei Prüfregeln unterscheidet den Konservativen vom Ideologen. Und dass man das Böse in jeder Gestalt meiden soll, selbst dann, wenn es als Mittel zu einem guten Zweck einherkommt und dann scheußlichsten Totalitarismus zeitigt, dass man das Böse in jeder Gestalt meiden soll, ist ebenfalls klug. Im Übrigen neigen gerade erfolgreiche Reformer, auch wenn sie einst Revolutionäre gewesen sein sollten, oft bald schon zur Verteidigung des dank ihres Einsatzes gewordenen und nunmehr Bestehenden. Gerade so entstand einst aus dem antiliberalen Urkonservatismus der Liberalkonservatismus und so wurde die ehedem antikonservative Sozialdemokratie eben sozialkonservativ. Quasi hegelianisch formuliert, und damit sind wir schon auf dem Gipfelpunkt der intellektuellen Anstrengungen des heutigen Nachmittags. Quasi hegelianisch formuliert kann man sagen, Konservatismus ist eine dialektische Haltung, in der man angesichts einer Antithese gleich schon zur nächsten Synthese vorausdenkt. Und dem kann man anfügen, gerade konservativ zu sein, verlangt nach Intellektualität, aber eben nur nach Intellektualität, die sich mit Eindrücken und Erfahrungen aus der Praxis gerne verbindet. Warum braucht eine Gesellschaft einen so verstandenen Konservatismus? Eine knappe Antwort gibt das folgende Bild. Recht verstandener Konservatismus ist in der Politik genau das, was bei einem Schiff der Kiel ist. Über den Kiel belehrt uns die Wikipedia so. Der Kiel ist der wichtigste mittschiffs im Boden angebrachte Längsverband eines Schiffes oder Bootes. Der Kiel ist somit das Rückgrat des Schiffes. An ihm, dem Kiel, sind die querstabilisierenden Spanten, die Rippen angebracht. Und neben der Stabilisierung des Rumpfes dient der Kiel auch der Erhöhung der Kursstabilität und vor allem bei Segelfahrzeugen auch der Verringerung der seitlichen Abdrift. Das ist eigentlich eine schöne Definition von Konservatismus und ich will sie noch ein wenig erläutern. Konservatismus ist erstens der Längsverband einer Gesellschaft, verstanden als das, was die jeweils lebenden Generationen mit ihren Vorgängern sowie mit denen verbindet, die ihnen nachfolgen werden. Genau dieser Längsverband sichert die Weitergabe von bewährten sowie solcher Lehren aus der eigenen Geschichte, aus denen hervorgeht, was sich eben nicht bewährt hat und somit in der Zukunft besser vermieden wird. Auf diese Weise werden Konservative zweitens aber genau zum Rückgrat einer Gesellschaft. Um sie herum, um dieses Rückgrat, um die Konservativen herum, entstehen nämlich neue Ideen und neue politische Bewegungen, manche ausdrücklich im Widerspruch zum Überlieferten, manche als dessen Fortführung, manche im Versuch, nicht allzu schnell, allzu Neues, allzu einflussreich werden zu lassen.
in dem Konservative das alles um sich herum vonstatten gehen lassen und dennoch der Längsverband sind, das Weitergehen bewährter Tradition, in dem Konservative das machen, verbinden sie feste Überzeugungen mit neugieriger Liberalität. Und das bringen wirklich nur Konservative zustande. Feste Überzeugungen mit neugieriger Liberalität und Offenheit zu verbinden. Sie sichern auf diese Weise genau jenen gesellschaftlichen und politischen Pluralismus, der ein Gemeinwesen lernfähig macht und deswegen im Zeitverlauf stark. Wenn aber neue Ideen oder Bewegungen sich selbst zum neuen Rückgrat einer Gesellschaft erklären, wie manche unserer woken Freunde von heute, und wenn sie diese Rolle als neues, alternatives Rückgrat dann auch politisch durchsetzen, dann gerät ein Gemeinwesen sehr leicht aus seinem bisherigen Fließgleichgewicht und dann wird die Versuchung sehr groß, für neue, machtvolle politische Bewegungen jetzt an die Stelle von liberalem Pluralismus autoritäres Erziehen von oben herzusetzen. Wir beobachten das derzeit in Deutschland. Genau von einer solchen seitlichen Abdrift zu bewahren, drittens, ist der Job von Konservativen in der Gesellschaft. Sie sichern eine gewisse Kursstabilität gesellschaftlicher Entwicklung. In Begriffen des historischen Institutionalismus ausgedrückt, gewährleisten Konservative angesichts der ganz unvermeidlichen Kontingenz der Politikgeschichte und der Gesellschaftsentwicklung, gewährleisten sie jene Pfadabhängigkeit ablaufender Entwicklungen, welche die Zukunft daseinsentlastend überschaubar und die eigene Identität zum verständlichen Ergebnis einer nachvollziehbaren Kulturgeschichte macht. Konservative behausen eine Gesellschaft und entlasten ihre Kontingenz. Angesichts dessen lässt sich mit milder Zuspitzung formulieren, gäbe es den Konservatismus und die Konservativen nicht, man müsste sie um des Gemeinwohls willen erfinden. Und wem das einleuchtet, für den liegt auch die folgende Einsicht nahe. Es tut einer Gesellschaft und ihrem Staatswesen nicht gut, wenn diese Gesellschaft und ihrem Staat eine, im richtigen Sinn, konservative Partei fehlt. Und es ist fahrlässiger Unfug, wenn eine einst im vernünftigen Sinn konservative Partei anfängt, sich ihres Konservatismus zu schämen, sowie ihre Konservativen auszugrenzen. Und weil das so ist, muss es auch nicht wundern, dass der Konservatismus, im Licht einiger Geschichtskenntnisse besehen, durchaus nicht erst als Reaktion auf die Französische Revolution entstand. Eher, der Konservatismus ist vielmehr ebenso alt wie das Regieren in halbwegs stabilen politischen Ordnungen. Längst vor dem Aufkommen des heutigen Begriffs des Konservatismus entstand er selbst als Sache, nämlich immer wieder als abwehrende Reaktion auf solche Neuerungen, von denen man die Abkehr vom Bewährten oder den Aufbruch in allzu unsichere Gefilde befürchtete. Ein authentischer Ausdruck der konservativen Grundhaltung war im alten Rom die republikanische Abneigung gegen eine bloße Rerum Novarum Cupido, also die Abneigung gegenüber einer geschichtsvergessenen Neuerungssucht. Die hat bei den alten Römern noch nicht die Sprache betroffen, an dieser Stelle überbieten wir die alten Römer. Spiegelbildlich drückt sich die gleiche konservative Haltung aus in der bis weit in die römische Kaiserzeit reichenden Hochschätzung des, auf Lateinisch, Mus Maiorum, und das heißt der Sitten, der Praktiken, der erfolgreichen handlungsleitenden Vorbilder der Vorfahren. Und Konfuzius, seit über 2000 Jahren wirkungsmächtig in sämtlichen chinesisch geprägten Kulturen, er lehrte nichts anderes. Und im alten Ägypten
um ganz weit zurückzugehen. Im alten Ägypten erkennt man genau das gleiche konservative Grundgefühl im Prinzip der Ma'at. Sozusagen der gleichgewichtigen Achtung von Gerechtigkeit und Wahrheit bei einer die Weltordnung sichernden Lebens- und Staatsführung. Vergeht man sich gegen alles das bei der Politik, bei der Rechtsprechung, bei Kulthandlungen, dann droht Isfet. Das ist der Zerfall von Ordnung und der Zerfall von soziokultureller Harmonie. Und eben das hassen Konservative aller Couleur aus vollem Herzen und mit Recht. Natürlich muss man diese geschichtlichen Ausprägungen von Konservatismus ins Heute übersetzen und mit jeweils zeitgenössisch wichtigen Inhalten füllen. Dabei lohnt es zu bedenken, dass die Fortschrittlichen gegen die Konservativen viele, viele Schlachten gewonnen haben, wenn auch wohl häufiger in der Geschichtsdeutung als in der Wirklichkeit selbst. Wichtige Siege der Fortschrittlichen wurden dann zu Selbstverständlichkeiten der späteren Konservativen. Ich sprach schon von Republik und von Demokratie. Und die Niederlagen der Progressiven vergangener Zeiten, ja, die gehen dann in die Geschichte als Opfererzählungen ein, die dann späteren Siegeswillen nähren. Wie auch immer, politische Freiheit und Gleichheit von Konservativen bekämpft einst. Sie haben unter heutigen Konservativen einen sehr guten Klang. Weltanschaulicher Pluralismus und Demokratie erscheinen heutigen Konservativen, und zwar mit Recht, als etwas Gutes. Und Gleichberechtigung sowie Chancengleichheit von Frauen tun das erst recht. Gegen all das, ich wiederhole mich, kämpften einst jene Leute, die sich zu ihrer Zeit als konservativ verstanden haben. Und eben das nimmt man dem Konservatismus bis heute übel. Und zwar umso mehr, je progressiver, je weiter links stehend man sich selbst empfindet. Nur 22% der Deutschen und ebenfalls nur 41% der Anhänger der Unionsparteien meinten denn auch vor einigen Jahren, als konservativ bezeichnet zu werden, spräche für eine Partei. Also ist es sowohl geschichtsvergessen als auch selbstschädigend, wenn sich Konservatismus vor allem von dem her definiert, was er aktuell nicht will. Und jetzt habe ich meine gewisse Bringschuld aufgeladen, die ich in meinen Schlussbemerkungen abtrage. Was wäre, das ist die Frage, gerade vor diesem Hintergrund ganz konkret eine konservative Haltung heute, welcher man sich keineswegs zu schämen braucht. Einerseits kann man den Konservatismus weiterhin als eine Methode ansehen. Eine Methode, mit der auf neue Herausforderungen reagiert wird. Und zwar entlang bewährter Ordnungsstrukturen, im Rahmen funktionierender Hierarchien und geleitet von bereitwilligem Lernen. Diesbezüglich brächte es übrigens auch heutige Konservative beim Debattieren mit ihren Gegnern weiter, wenn sie sich, wie einst Helmut Schmidt, die von Karl Popper in den 1940er Jahren entfaltete Sozialtheorie des kritischen Rationalismus zu eigen machten. Gestützt auf wuchtige Argumente des großen Karl Popper könnten dann Konservative jederzeit vortragen, dass die zentrale Methode einer nachhaltig ihre Errungenschaften bewahrenden Politik und somit das wichtigste Werkzeug konservativen Strebens nichts anderes ist als die Gewohnheit schrittweisen Lernens durch tatsächlich unternommene Versuche mit Neuem, durch Lernen und dann durch Bewahrung dessen, was sich bewährt hat. Entweder am Alten oder am ausprobierten Neuen. Alsbald würde sich auch leicht erschließen, dass man genau auf diesem Weg genau die Leitidee des Konservatismus verwirklichen kann. Nämlich, und jetzt zitiere ich bildungsbürgerlich Goethe, nämlich die Hege und Pflege einer geprägten Form, die lebend sich entwickelt. Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
wie das Goethe eben im ersten seiner Urworte Orphisch formuliert hat. Liebe zu bewährten Traditionen, Respekt vor den Werten, die diese Traditionen tragen, der Blick stets auch zurück in die Geschichte und nicht nur nach vorne. Das alles passt bei einer solchen Haltung bestens zum Versuch, Überkommenes und Übernommenes durch Weiterentwicklung auch für neue Generationen und Zeiten nutzbar und hilfreich zu machen. Konservativ-fortschrittlich nannten sich deshalb nicht wenige Konservative schon im 19. Jahrhundert. Und das ist ein Erbe des Konservatismus, das es zu bewahren gilt. Konservativ-fortschrittlich. Andererseits braucht das politische Handeln eben auch schon mehr als nur eine Methode, wenn Politik, wie es Aristoteles ihr einst abverlangte, das gute Leben ermöglichen soll. Dafür braucht es taugliche Inhalte, die es dann methodisch ins Werk zu setzen gilt. Und mir scheint seit langem, dass man mit genau dem folgenden Begriffsdreieck angeben kann, wofür der heutige Konservatismus in Deutschland sinnvollerweise stehen sollte und warum er notwendig ist, wenn er denn genauso angeboten würde. Auf der linken Seite dieses Dreiecks steht gerechte Ordnung. Einerseits geht es hier um Recht und Ordnung, Konservativen wohlvertraut. Es geht um Recht und Ordnung, nämlich es geht um die zentralen Elemente jenes stabilen Zustands gesellschaftlicher Verhältnisse, die man seit der italienischen Renaissance lo Stato nannte und woraus unser heutiger, allen Konservativen so wichtiger Staatsbegriff wurde. Doch es geht eben nicht um irgendeine machtgestützte Ordnung, so wertvoll Ordnung angesichts der stets drohenden Gefahr von Bürgerkrieg und Staatszerfall auch sein mag. Denn Recht und Ordnung werden nur dann auf Dauer bestehen, wenn sie als gerecht empfunden werden. Dazu aber trägt am verlässlichsten bei, dass Recht und Ordnung so, wie sie in einem konkreten Staat verwirklicht sind, auch tatsächlich gerecht sind. Also ist Konservatismus nur unter den Bedingungen von Gerechtigkeit eine wirklich stimmige Haltung. Und ist das Verlangen nach Gerechtigkeit keine gleichsam bloß linke oder utopistische Idee, über die sich ein Konservativer besserwisserisch mokieren dürfte. Vielmehr ist Gerechtigkeit ein zentraler Wert eines richtig verstandenen Konservatismus. An der Spitze jenes Dreiecks oder je nach Ausrichtung an seiner Basis steht Nachhaltigkeit oder in leicht andere Betrachtungsweise aufrecht erhaltbare Entwicklung. Das ist gleichsam der konservativste aller Wünsche eines Konservativen. Es sollen nämlich dem, was besteht und bewährt und sich gleichwohl weiterentwickelt, gerade im Lauf der Weiterentwicklung nicht seine tragenden Grundlagen zerstört werden. Konkret geht es hier um demografische Nachhaltigkeit, sprich Familien- und Migrationspolitik. Es geht um fiskalische Nachhaltigkeit, es geht um energetische Nachhaltigkeit, es geht um ökologische Nachhaltigkeit, es geht um kulturelle Nachhaltigkeit, sprich das Bildungs- und Erziehungssystem. Das alles wird konkret auf sämtlichen Politikfeldern, die ein moderner Staat zu bestellen hat. Konservatismus darf deswegen niemals einer bloß aufgesetzten Maske gleichen, sondern Konservatismus muss alles entwerfen und aushandeln und umsetzen, von politischen Konzepten prägen. Und an der rechten Spitze des Dreiecks steht Patriotismus. Der Begriff kommt von dem lateinischen Wort Patria, der bezeichnet das Vaterland, die Heimat. Dort wächst man auf, schlägt Wurzeln, fühlt sich zugehörig. Oder man zog einst dorthin,
schlug dann Wurzeln und fühlt sich seither zugehörig. Und wer eine solche Patria besitzt, der möchte dort meistens auch ein gutes Gemeinwesen bestehen sehen. Und nicht selten will so ein Mensch auch selbst zum Gedeihen dieses Gemeinwesens beitragen. Und genau eine solche Bereitschaft samt der daraus folgenden gemeinsinnigen Tätigkeit bezeichnet der Begriff des Patriotismus. Anders formuliert, das, was uns wirklich und gerade unter großen Zerrkräften zusammenhalten kann, ist nichts anderes als Patriotismus. Also kann auch jeder Einwanderer zum Patrioten seines neuen Landes werden, wenn er das denn will. Beim Patriotismus kommt es nämlich niemals auf die Herkunft an, so unterschiedlich diese auch sein mag, sondern alleine auf das gutwillige Zusammenwirken im Dienst einer gemeinsamen Zukunft. Heutige Konservative denken ohnehin meistens so. Sie haben deshalb auch viel weniger Probleme als Linke oder Grüne, Patrioten nicht einfach nur zu sein, sondern sie auch so zu nennen. Und in der Regel werden heutige Konservative ebenfalls die folgenden Inhalte eines zeitgemäßen, aufgeklärten deutschen Patriotismus teilen. Es geht um einen auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung bezogenen Verfassungspatriotismus. Darauf kann man sich sogar mit Linken einigen. Dieser Verfassungspatriotismus wird konkret und wird vom Blabla zu einer gelebten Praxis. Er wird konkret im politischen Handeln und Sprechen aus einem Gesamtverständnis der deutschen Geschichte und Kultur. Und diese umfasst eben mehr als nur die 12 Jahre des deutschen Faschismus und die daraus zu ziehenden Lehren. Es gehört zum Patriotismus der Deutschen die Verbundenheit mit ihrer jeweiligen Heimatregion, ihre innere Bindung an deren Mundart, Landschaft und Bräuche. Und das wird unter den Einwanderern auf lange Zeit auch deren innere Bindung an ihre Herkunftsländer einschließen. Und das verbindet sie dann mit uns, die wir, auch wenn wir Deutsche sind, dennoch weiterhin Hanseaten und Bayern, Pfälzer und Sachsen sind. Und es äußert sich Patriotismus in einer nicht nur tatkräftig ins Werk gesetzten, sondern immer wieder auch ganz selbstverständlich, gerade auch mittels der Staatssymbole vorgezeigten Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Leuten, konkret zu Deutschlands Kultur und zu den Geltungsansprüchen dieses Landes als einer freiheitlichen, demokratischen und friedliebenden Nation. Gerechte Ordnung, Nachhaltigkeit und Patriotismus, das alles zusammen macht einen gegenwartsangemessenen und zukunftsträchtigen Konservatismus aus. Gerade heute im Zeitalter von neuen Verteilungskonflikten, angesichts des Wachstums unserer gesamten Spezies an die Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten, sowie unter den gewaltigen Herausforderungen von Migration, Integration und neuen Kriegen. Solchen Konservatismus sollten wir, ein jeder von uns entlang seiner oder ihrer Kompetenzen, auf konkretes politisches Gestalten hin zuspitzen, erläutern, uns und anderen vor Augen führen. Eine für Bundesdeutschlands Erfolgsgeschichte so wichtige Partei wie die Union sollte sich das sogar zu ihrem zentralen Anliegen machen und nicht nur zu einem unter vielen. Und Sie, die Union, Sie müsste sich dessen auch nicht vor den Grünen oder vor Journalisten schämen. Denn wer Politik entlang der Prinzipien von gerechter Ordnung, Nachhaltigkeit und Patriotismus mit kluger Umsicht gestaltet, der muss sich zu keiner Zeit angegriffen fühlen, wenn ein anderer ihn einen Konservativen nennt. Er steht nämlich, ohne Bewährtes zu vernachlässigen,
schlicht an der Spitze von Fortschritt hin zu besseren Zuständen. Und deswegen wollen wir, hoffe ich doch alle, in genau diesem Sinn Konservative sein. Und genau solche Konservative braucht unser Land wirklich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus